Können Sie mich hören? Ist der Ton gut? Ja? Ah, okay. Einfach nur dastehen. Ja. Stopp! Wie stopp? Akku alle. Nee. Nein! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moto Lifestyle. Eine Hand, ein Fuß. Auch nicht schlecht, okay. Hallo? Nee! Oh! Jesus. Hier ist nichts. Hier, also kein Zaubertrick. Ich laufe einmal rum. Komplett freihändig. Ich laufe wahrscheinlich die ganze Zeit so rum. Ohne Motor, Freunde, ohne. Ich benutze ja die Trail im Normalfall, um damit so rumzustrullen. Jo! Wow. Und rumstrullen ist jetzt, vergessen wir jetzt mal ab jetzt heute. Endlich haben wir mal Zeit gefunden, zusammen zu fahren. Also was heißt zusammen zu fahren? Ich werde viel zugucken, viel lernen wahrscheinlich. Dieser Herr hier neben mir ist der Max Faude. Max, du bist Werksfahrer quasi? Ja, ich bin Werksunterstützer bei Beta. Und ja, ich fahre für Beta Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Deutsche Meisterschaft. Und ja, bin eigentlich auf der ganzen Welt unterwegs. Und jetzt hier in Bielstadt. Jetzt in Bielstadt. Für euch vielleicht auch interessant, damit ihr dann mal seht, wie das richtig geht, gibt es jetzt schon mal so einen kleinen Appetizer in die Richtung. Das wird auf jeden Fall ein Fest und der Max hat für mich auch ein Fahrzeug dabei. Was für ein Bike ist das? Eine 125er? Das ist 125er Evo und ja, das ist eigentlich das perfekte Motorrad für dich zum Einstieg. Das, damit ich überhaupt mal... Da hast du die Kontrolle und nicht das Motorrad. Ja. Und das wird auch sehr viel, damit wird auch sehr viel funktionieren heute. Die goldenen Schrauben sind aus Titan, aber nur weil die über waren, oder? Ja. bei wem muss ich mich bedanken? Bei Andi Kiesvogel. Andi, danke schön. Gruß geht raus an dieser Stelle. Super geil. Danke, danke, danke. Mahlzeit. Hallo, guck mal, da ist das Wohnmobil von Malte hier. Hier wirst du sogar beim Anziehen gefilmt. Ja, natürlich, grausam. Natürlich. Kennt ihr schon hier den Schergen hier? Wie sieht's aus bei dir mit dem Schrauben so? Ja, mach ich alles selber. Machst du alles selber? Ja. Aber bei der WM steht das Team da, du bringst dein Motorrad hin. Muss aber auch selber schrauben. Ach so, okay, du kriegst nur ein Dach dann. Ja, eigentlich nur ein Dach. Ja, Dach und Werkzeug. Und den Rest muss ich selber machen. Etwas anders als bei der MotoGP, aber das ist ja auch eine andere Baustelle. Das hier ist nämlich viel geiler, finde ich. Das geht direkt schon mal etwas anders los. Normalerweise habe ich solche Stiefel an. Ist aber fürs Trailfahren nicht so gut. Und jetzt habe ich hier diese coolen Stiefel an und das sind echte Trailstiefel. Der Unterschied ist eigentlich, dass du alles viel besser fühlst. So ein bisschen so wie so ein Turnschuh-Feeling. Als Warm-up erstmal Kurven fahren, ne? Lernen wie eine Acht fahren, lernen, dass das Motorrad unter einem sich bewegen muss. Ja. Locker stehen, also so wie der Walter das macht, sieht schon ganz gut aus. Ja. Ne? Das hat er schon mal geübt. Ja, auf jeden Fall. Und ich hab's jetzt, genau, und ich habe es jetzt eben auch ausprobiert, war okay und dann so Blickführungsfail, Stein angeguckt, voll drüber gefahren, voll. Okay. Wie geht dieser Trick? Ich stelle jetzt mal fest hier, dass es eigentlich so die banale erscheinenden Übungen sind, wo man da schon die ersten Fehler machen kann. Wenn du dir jetzt als blutiger Anfänger eine 300 Kubik Zweitakter kaufst, ist einfach zu viel Leistung. Eher was Kleines. Ja, genau. Ich habe ja jetzt gemerkt, ich habe ja selber eine 250er. Du hast jetzt die 125er mitgebracht.
Und du denkst ja erstmal so als Unwissender so, oh, 125er ist zu klein. Aber genau, der Profi sagt klein, ne? Klar, also für einen Anfänger, das kleinste Kubik, also 125, ist das Beste dafür, weil er einfach lernt, das Motorrad zu fahren und nicht das Motorrad ihn fährt. Das Stufentechnik. Ich bin Lennart, ich komme aus Karlsruhe und das ist dein meine Moped. 300er. Okay, los geht's. Easy! Geil! Also mit einem Gasstoß das Vorderrad anheben und dann folgt gleich der zweite Gasstoß zum Schlüssel kommen. Genau. Aber das Vorderrad ist im Endeffekt theoretisch immer in der Luft. Also das Vorderrad berührt die Stufe. Ja. Und in dem Moment, wo das Vorderrad die Stufe berührt, muss der zweite Gas stimmen. Okay. Dass es dann hochfährt oder drüber. Ja. Ja. Testen. Das wird schon klappen. Bap, bap. Kurze Reihenfolge, dat, dat. Und dann so ein bisschen Kupplung noch ziehen. Ja. Okay, so die Theorie. Und dass du Druck am Hinterrad hast auch. Und Druck am Hinterrad. Stufe 1, Stufe 2, los geht's. So, für den Hausgebrauch, das, was wir immer eigentlich gemacht haben mit dem Trail-Motorrad, war das Trail-Wandern. Das ist eine Vergewaltigung dieses Spezialfahrzeuges. Im Endeffekt nutzt du beim Trail-Wandern 1% von dem, was es kann. Ich habe mit 9 mein erstes Motorrad bekommen. Bis jetzt 20? Ich bin jetzt 20, ja. Das ist schon eine Zeit. Ja. Wie weit kommen wir so als dein Normalstrulli? Also man kann jetzt auch noch spät anfangen, sage ich. Das kann man immer noch. Aber bis zu einem gewissen Level, oder? Weil also man kann ja schon noch bis blau-weiß sowas kommen, würde ich schon sagen. Wenn man einfach auch den Ehrgeiz hat, den Bock hat. Es muss einfach immer Spaß machen. Ja. Wenn man mal keinen Spaß hat, dann ist einfach... Wie oft muss man trainieren oder wie oft wäre ideal zu trainieren? So eigentlich ideal, wenn man jetzt arbeitet oder zur Schule geht, vielleicht einmal unter der Woche und am Wochenende halt. Samstag, Sonntag oder Sonntag, sowas halt. Effektiv immer trainieren. Viel fahren, auf Motorrad stehen, die Praxis ist einfach das Wichtigste. Absoluter Respekt. Das hier. Ich bin raus. Da seht ihr raus. Das ist auch unfassbar, wie steil das ist. Jetzt fährt der Walter mal das Bike vom Max und sagt nur die ganze Zeit, wow, wow. Was meintest du mit oh? Oh, meinte ich, du gehst an das Gas ran, du rührst das kaum. Für meine Maschine würde da noch nicht mal anfahren mit. Ja. Du hast das Gefühl, du liegst gleich auf dem Rücken. Nichts kaputt machen, Walter. Das ist das Motorrad, mit dem du die deutsche Meisterschaft fährst. Ja, mit dem Motorrad fahre ich deutsche und Europameisterschaft. Das Motorrad ist die Grundbasis, eine Beta Factory 300, Baujahr 2019. Und das Motorrad wurde vorbereitet vom Werkstuner Donato Miglio in Italien. Das Motorrad ist eine Leihgabe, das gehört nicht mir. Du musst das auch wieder zurückgeben, das gehört, dummerweise. Das gehört Frank Schröder. Und dem muss ich das Motorrad auch wieder zurückgeben Ende des Jahres. Okay. 800 Kubik ist ja quasi der größte Hubraum, Zweitakt, den es gibt. Ja. Aber da hat der Tuner gesagt, da gehen wir auch nochmal bei. Der Motor ist komplett überarbeitet. Andere Steuerzeiten, andere Kolbenzylinder. Das ist alles überarbeitet. Und bei dem Motorrad ist auch noch speziell, es hat nicht ein 6-Gang-Getriebe, sondern ein 5-Gang-Getriebe. Es ist der erste Gang ausgenommen. Ja. Und somit ist der Leerlauf zwischen 2 und 3. Das ist der leichteste Gasgriff der Welt, würde ich mal sagen. Und hier ist auch ein Lager drin. Ach, da ist ein Kugellager. Hier ist ein Lager, hier ist ein Lager und drunter ist Öl. Hier, der ist Dreilenker. Ja. Der ist einfach, die Form ist einfach das, was ich will. Die Hebel sind auf mich eingestellt. Dann hier Fußraster. Die sind mit auch, deinem Namen. Die sind auch, so wie ich es halt haben will, dass ich, die sind ein bisschen steiler gestellt. Normal bei deinem Motorrad oder was ich mitgebracht habe, sind die flacher. Und hier sind die ein bisschen steiler gestellt, dass du einfach ein besseres Gefühl hast auf dem Hinterrad, wenn du nur wegspringst, dass du einfach stehst du besser. Dass man sich vorstellen kann, wie steil das ist, okay?
sonst, ja, Fahrwerkskomponenten sind umgebaut oder sind abgeändert. Ist das dann straffer von der Abstimmung? Ja, straffer. Viel straffer. Weil die Impacts, wenn du jetzt irgendwo runterspringst... Runter und hoch, das ist halt einfach so viel größer als das Original. Das braucht mehr Reserve. Ja, ja. Da ist echt noch viel auf der Basis von einem Originalmotor, dass der Rahmen ist original, die Plastik sind original und sowas. Das ist halt alles noch trotzdem immer noch original, aber ist halt alles viel abgeändert. Zum Beispiel, was ich jetzt dürfte auch, man denn den Rahmen ändern? Dürfte man, ja. Dass man den Lenkkopf verändert und so? Das hat man mal gemacht, aber das macht man jetzt nicht mehr, weil das halt einfach so viel Geld kostet. Und Der Fahrer ist so das größte Tool von allem. Ja. Ich film. Genau. Nein, guck mal, da kannst du auch wieder nicht hochlaufen. Du bist besser zu Fuß. Da kommt er. Normal kommen die Beta Factory, die kommen mit Michelin-Reifen. Ja. Aber dadurch, dass ich Dunlop fahre und ich mag halt einfach den Dunlop-Reifen mehr, weil er an seiner Struktur, die Karkasse ist ein bisschen härter. Ja. Und er ist halt einfach vom Profil her ein bisschen, ich finde, es ist vom Fahren einfach schöner. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel bei uns auch oft ist das so, du fährst aus irgendeiner Ecke raus, eine Kurve und dann eine Stufe. Und wenn dann der Michelin, der walkt dann wie Sau. Ja. Und der Dunlop ist dann richtig satt. Du merkst, wo dein Hinterrad ist und welchem Stein du jetzt bist und jetzt zum Abspringen. Okay. Dass der Dunlop halt einfach echt richtig, richtig gut und. Zum Abschluss zeigt der Max auf jeden Fall noch einen Trick. Jo. Leute, also es war mal wieder richtig geil. Ich sag auf jeden Fall mal sakrisch Dankeschön. Kein Problem, immer wieder gern. Und vielleicht machen wir das mal hier so mit einem Enduro oder mit einer Supermoto. Gern. So, dann kann ich dir auch wieder was zurückgeben. Gern, gern. Ich hoffe, dass jetzt nicht hier alles vertan ist mit mir. Nein, das wird schon. Ja, ich muss dranbleiben. Geht aufwärts, oder? geht aufwärts. Steil bergauf. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Lasst gerne zwei Däumchen da. Rock'n'Roll, bis zum nächsten Mal in 3 bis 4 Tagen. Da könnt ihr übrigens den Channel abonnieren. Hier geht's zum nächsten Video oder umgekehrt Glöckchen aktivieren. Tschö mit Ö aus Bilstein. Bilstein. Also das heißt ein bisschen anders. Ist das Bilstein in Belgien? Also, und jetzt kommt der Abschlusstrick. Tschö. Das ist geil, das ist geil. Wie heißt du, Max oder David? Max? David Copperfield. David Copperfield!